Das Doro Primo 366, ein Seniorentelefon mit einfacher Bedienung, mehr in diesem Video. Hallo, ich bin Stefan von Brodos. Und ich bin Markus von Brodos. Markus, was hast du denn heute Spannendes mitgebracht? Ja, das Primo 366 von Doro. Von Doro, also ein Seniorentelefon und wenn man im ersten Eindruck sich das Produkt so ein bisschen anschaut, muss man sagen, es ist auf jeden Fall mit großen Tasten ausgestattet. Und das Display ist auch ganz vernünftig. Insgesamt ist es aber trotzdem noch recht kompakt. Und an der Seite fallen hier so Schieberegler auf. Und da probiere ich jetzt den ersten schon mal aus. Ah, das ist die Taschenlampe. Das finde ich eigentlich ganz clever. Da braucht man dann irgendwie nicht im Menü suchen. Und dann schauen wir uns hier den zweiten nochmal an. Und dann kommt sofort Tastenfeld gesperrt. Also das heißt, ich habe wirklich hier eine Tastensperre über so einen Schieberegler. Das ist ja ganz praktisch eigentlich. Finde ich auch, ja. Und last but not least haben wir hier oben noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Und das Ganze kommt zum Laden dann auch mit einer Tischladestation, indem man das Gerät dann reinstellt. Das zeige ich jetzt nochmal so von vorne und damit ist es dann auch gut aufgeräumt. Also macht so im ersten Augenblick eigentlich einen ganz guten Eindruck, Markus. Vielleicht schauen wir uns dann diese Schnellwahltasten mal an. Die sind ja auch wirklich denkbar einfach. M1, M2, was kann man da machen? Na, ganz klar, die Kontakte hinterlegen und dann kannst du mit einem Tastendruck den sofort anrufen. Sofort anrufen. Ja. Das hier ist das Kamerasymbol. Insofern kann ich hier die Kamera aufmachen. Da ist ja eine an Bord. Wahrscheinlich ist jetzt die Ausstattung nicht ganz so üppig, Markus. 0,3 Megapixel, also. Also für einen schnellen Schnappschuss reicht es vielleicht. Und hier der Briefumschlag, damit komme ich schnell ins Menü mit den Mitteilungen. Und vielleicht ist Menü auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil wenn man das uns einmal anschaut, dann muss man sagen, hat man hier eine ganz klar strukturierte Menüführung. Und man kann hier nur rauf, runter. Bei anderen Produkten ist es ja manchmal so, dass man auch rechts, links hat und das ein bisschen verwirrender ist. Also auch da strukturell gut aufgebaut. Und hier auf der Rückseite gibt es sogar noch so einen Notrufknopf, den man dann auch entsprechend belegen kann. Ja, Markus, wie ich finde, ganz ordentlich ausgestattet für so ein Seniorentelefon. Was muss man denn sonst darüber hinaus noch wissen? Wie ist der Akku zum Beispiel? Ja, also 1000 mAh Akku on Board. Wir haben 5 Stunden Sprechzeit und 12 Tage Standby-Zeit. Und ansonsten so Basics. Bluetooth ist auch on Board. Micro-SIM. Mhm. Ja, und Tischlader, hast du ja gerade schon gesagt, ist noch mit on Board. Der ist auch im Preis mit drin und vielleicht sprechen wir auch einfach nochmal über Preis und Verfügbarkeit. Genau. Was Produkt ist wahrscheinlich schon im Markt. Ist verfügbar und liegt bei 44,90 Euro. Gut, also damit möglicherweise auch ein guter Geschenktipp zu den unterschiedlichen Anlässen, Muttertag, Weihnachten, Geburtstag oder einfach auch mal so. Dann sind wir gespannt, wie euer Kommentar ausfällt, welche Erfahrungen habt ihr mit Doro, hinterlasst es gerne im Kommentar und wir schauen uns das an und wir freuen uns vor allem auf euch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Natürlich dazu Kanal abonnieren und Glocke setzen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.